nämlich, dass Herr Lasch hier ist und uns über seine hybride Lehre- und Studiengangsentwicklung zu informieren. Und haben uns gerade darauf geeinigt, dass dann 20 Minuten, also 11.15 Uhr, dann die Diskussion beginnt. Bis dahin. Ich gebe mein Bestes. Ja, herzlich willkommen. Ich stelle Ihnen heute ein bisschen eine Problemlage vor, vor die man sich gestellt sieht, wenn man hybrid arbeiten möchte. Und zwar vor dem Hintergrund, dass ich der Auffassung bin, lassen wir offen oder machen wir zu, dass ich der Auffassung bin, dass sich darüber nur nachzudenken lohnt, wenn man von einem konkreten Projekt oder von einem konkreten Problemfall ausgeht. Also nicht rein hypothetisch über Vorlesungsaufzeichnungen oder den Aufbau von interaktiven Kursen nachdenkt, weil es halt eben technisch möglich ist, sondern von einem konkreten Problem aus das entwickelt. Und das versuche ich mal. Und zwar, ich würde Ihnen ganz gerne ein Thema vorstellen, das mich seit einer gewissen Weile umtreibt, unter anderem in dem Verbund Virtuos. Und ich würde gerne drei Fragen daran entwickeln. Nämlich erstens, wenn wir über hybride Lehre sprechen, tun wir das meistens mit einer offenen und einer verdeckten Agenda oder versteckten Agenda, in denen sehr viele Voraussetzungen eigentlich erst erfüllt sein müssen, bevor wir über hybrides Lehren und Lernen nachdenken können. Das Zweite, was ist davon überhaupt in der Studiengangsentwicklung zu berücksichtigen? Also auf was muss ich überhaupt achten, wenn ich das Ganze in curriculare Strukturen einbetten will? Und drittens, was sind organisatorische und prüfungsrechtliche Herausforderungen? Da haben wir schon drüber gesprochen. Und ich hoffe, dass ich ein paar Anregungen geben kann. Bevor Sie mitschreiben, die Präsentation liegt bei Zenodo und das ist Ihnen bei, also Sie können damit machen, was Sie wollen, wenn Sie mich nur beim Namen nennen. Der Hintergrund, vor dem ich gerne das entwickeln würde, ist das sogenannte Moravian Knowledge Network, das sich um den weltweiten Welt oder um die weltumspannende Gemeinschaft der Hannover Brüdergemeinde kümmert. Warum nehme ich das heraus? Weil es hier vor allen Dingen darauf ankommt, dass man interdisziplinär und transdisziplinär und international zusammenarbeitet. Und ich würde Ihnen ganz gerne einige Beispiele dafür geben, warum das notwendig ist. Also ich bin Linguist, für mich existieren eigentlich die Welt weitestgehend im Text. Und wenn wir uns aber ein konkretes Phänomen anschauen, dann wissen Sie schon immer, dass auch Menschen zur Sprache gehören und diese Menschen sich irgendwie durch Raum und Zeit bewegen und irgendwie in soziale Beziehungen eingebunden sind. Und wenn wir das alles vernachlässigen, dann sehen wir immer nur einen sehr reduzierten Blick auf Wirklichkeit. Es wäre so, als wenn Sie Flugzeuge bauen und nur die Räder anschauen. Ja? Okay. Zunächst einmal, das, was Sie auf der Karte hier sehen, pink eingefärbt, sind sogenannte protestantische Missionsgebiete. Diese protestantischen Missionsgebiete sind vor allem herrnhutisch geprägt. Und zwar auf der Basis des sogenannten Sendungsbefehls aus Matthäus, also aus dem Neuen Testament. Lese ich jetzt nicht vor, ich will sie nicht missionieren. Das jedenfalls nimmt aber die Gemeinschaft auf, um weltweit relativ schnell sich auszubreiten. Und zwar im ersten Drittel des 18. Jahrhunderts. Und damit sind es mehr oder weniger Augen, die wir in der Welt haben, die uns berichten von diesen Rändern der bekannten Welt und eben wahnsinnig viele Quellen hinterlassen, Artefakte anhäufen und so weiter und so fort. Und das alles müssen wir beschreiben. Das nächste ist, dass es nicht nur Texte sind, die wir uns da genauer anzusehen haben, sondern zum Beispiel auch Architekturen. Sie sehen hier den Versammlungssaal der Hannover Brüdergemeinde in Herrnhut selbst. Ausdruck von Egalität und Gleichberechtigung, das heißt, Männer und Frauen sitzen zwar getrennt, so wie sie auch getrennt leben, aber sie sitzen nicht nach sozialem Status geordnet, sondern sie sitzen nach Chören, je nach Lebensalter und sozialer Zugehörigkeit. Und so wie sie da in dem weißen Gestühl sitzen, so werden sie auch gleichförmig auf dem sogenannten Gottesacker bestattet. Das heißt, es ist ein absolut einzigartiges Ensemble, was man hier in eine soziale Gemeinschaft, die faktisch ihre Ideen architektural und gartenarchitektonisch verwirklicht und eben auch darüber berichtet. Nun bin ich kein Gartenhistoriker und ich bin auch kein Architekt. Und das heißt, ich brauche hier schon Expertise von anderen, mit denen ich zusammenarbeiten muss und auf deren Ergebnisse ich mich verlassen kann. Das, was ich mache, sind Texte. Ja, also Texte so unterschiedliche Provenienz, Handschriften, Druckschriften und so weiter und so fort. Und Sie sehen hier nur einige Beispiele dafür, in welchen Zusammenhängen wir die Texte dokumentieren, öffentlich zugänglich machen.
darunter Sachsen Digital, und wir kaufen sehr viel ein aus dem neuen Archive in Bethlehem, transportieren es dann nach Deutschland und dokumentieren das alles auf unserem Blog. Dieses Blog ist eine Möglichkeit, und das schicke ich gleich mal voraus, um überhaupt hybrid arbeiten zu können. Das heißt, wenn ich irgendjemanden darüber informieren möchte, was ich mache, nutze ich nicht mehr Opal, sondern ich gehe auf eine öffentliche Plattform, und hypothes.org können Sie sich als Wissenschaftlerin frei anmelden, sei Ihnen empfohlen, wenn Sie sowas machen wollen. Dann können nämlich auch Mitarbeiterinnen, die ihre Forschungseinrichtung verlassen, weiter mit in dem Verbund mitarbeiten. Das ist bei Opal nicht unbedingt der Fall. Das heißt, schauen Sie bitte drauf, dass Sie da eine weitestgehende Offenheit herstellen. Das ist eigentlich unser Ziel. Das nächste, wie arbeiten wir mit den Quellen? Die wenigsten von Ihnen werden die deutsche Kurrent lesen können. Jetzt ist das Problem, dass irgendwie alles vor, ich sag mal, dem 19. Jahrhundert große Textmengen nur handschriftlich vorliegt. Das heißt, wir brauchen die Zusammenarbeit mit Bürgerwissenschaftlerinnen und Bürgerwissenschaftlern, nämlich Menschen, die schon etwas fortgeschrittenen Alters sind, die aber in der Lage sind, Kurrent zu lesen. Das nächste ist, wir bauen Podcasts, damit Menschen wie Sie die Kurrent an unserem Material lesen lernen können, also faktisch in Selbstlernkursen. Das Ganze auch öffentlich, und dafür nutze ich zum Beispiel einen Podcast, den ich hier bei Spotify hinterlege. Die Transkription und so weiter und so fort machen wir dann mit Studierenden in Service Learning Seminaren und mit anderen Forschern in Bethlehem, Pennsylvania. Dort sitzen noch weniger Menschen, die Deutsch sprechen. Das heißt, da müssen sie erstmal so eine Basiskompetenz im Deutschlesen herstellen, und auch das dokumentieren wir alles auf unserem Blog, und es wäre ohne die SLUB überhaupt nicht machbar. Ja, also das heißt, es ist unser wichtigster Partner in dem Bereich. So, hybrides Arbeiten oder Kooperation fängt erst dann an, wenn man sich menschlich begegnet ist. Das heißt, wenn man das erste Mal oder irgendwann die Gelegenheit hatte, miteinander zu arbeiten. Und zwar vor Ort. Das, was Sie hier sehen, ich habe Ihnen hier drei Modelle aufgebaut. Das Schwesternhaus Kleinwelke hatte ich hier schon mal in den Lessons Learned vorgestellt. Im letzten Sommer waren zwei meiner Mitarbeiter, nämlich Robert und Dominik, das sehen Sie unten, in Pennsylvania, und haben dort weitere Modelle aufgebaut und haben eben vor Ort mit den Menschen dort zusammengearbeitet. Das ist eine notwendige Bedingung dafür, dass man so überhaupt so etwas wie eine Kollaboration dann im Digitalen herbeiführen kann. Und die gut funktioniert, weil es nämlich eine soziale Komponente hat. Und das Letzte, darauf freue ich mich total, ich zeige Ihnen auch gleich warum, ist unten Juan Garces, ein Mitarbeiter der SLUB, auf einer Stippvisite in Gnadenthal, Südafrika, um dort die Archivsituation sich genauer anzuschauen. Und Sie dürfen dreimal raten, wo zur nächsten Reise hingeht. Okay. So, das ist so der gröbere Kontext, vor dem ich arbeite. Das heißt, ich habe Texte, ich habe Artefakte, die liegen weltweit verstreut, ich weiß nicht wo, und ich muss eigentlich vor Ort sein, um überhaupt damit arbeiten zu können. Was sind nun die Charakteristika, wenn ich auf der Basis hybrid arbeiten möchte? Das eine ist, das haben wir jetzt hier schon häufiger diskutiert, das mache ich jetzt ganz kurz, das sind die einfachsten Formen, wie man arbeiten kann, nämlich dass eine Vorlesung irgendwie live gestreamt wird und die Leute können im Chat irgendwie mit kommunizieren. Das ist das Modell, was wir von Twitch kennen und das bei YouTube ähnlich funktioniert. Ich halte das für vermessen, dass ausgerechnet die Akademie versucht, eine Vorlesungssituation mit Auditorium, mit Hören, Fühlen, Sehen und Riechen irgendwie im digitalen Raum nachbauen zu wollen, während Twitch seit 20 Jahren erfolgreich läuft und die Kommunikation mitnichten schlechter ist. Also das heißt, dass man könnte auch so diese hybriden Settings ein bisschen reduzieren, um einfach praktikabler zu bleiben. Das nächste, die Königsdisziplin, ein Seminar mit Gruppenarbeit, und die Studierenden können wählen, ob sie mit vor Ort sind oder nicht, und man schaltet sich eben zu. Das wäre für meine Arbeitsweisen eigentlich das Beste. Das Problem ist, dass wir einen Aspekt in den Vordergrund schieben, und das bezieht sich auf Arbeiten von Anne Jantas und Mike Krohn. Das ist, glaube ich, in den Lessons Learned schon erschienen, und zwar im letzten Heft. Nämlich die Frage, was wir eigentlich von hybriden Settings erwarten. Nämlich nicht Wissensvermittlung oder irgendwas anderes, sondern Interaktion. Und um die Interaktion herzustellen, haben wir nun folgende Probleme. Nämlich, Sie sehen hier mal eins meiner Setups, das ich so benutze. Und zwar für die Vorlesung im Moment
ist es mein absoluter Favorit, also ein stabiles Standmikrofon mit Kamera und Raummikrofon. Das ist dafür da, dass dann man kann chatten und so weiter und so fort. Und das, oben sehen Sie das etwas aufwendigere Seminar- und Vortragssetup. Wir haben dafür keine Unterstützung. Also das ist reines Privatvergnügen, was ich mir da leiste. Und ich zapfe die Mittel da an, wo sie es brauchen. Und ich kaufe auch das, was ich möchte. Aber es ist reines Privatvermögen. Vergnügen. Und die Situation, in der wir uns bewegen im öffentlichen Bereich, ist die, dass man faktisch kaum eine Möglichkeit hat, das für jeden so zur Verfügung zu stellen, dass es standardisiert ist und funktioniert. Dafür fehlen einfach die Mittel und die Ertüchtigung von Lehrräumen, muss man auch ehrlich sagen, ist das eine, die Wartung das andere, die Kosten das letzte. Ja, also das heißt, das ist so das Problem, deswegen arbeiten wir alle mehr oder weniger mit solchen Standardsituationen. Was ich aber gerne hätte, ja, wäre in jedem Seminarraum Folgendes. Und zwar, ich hätte gern schalldichte Isolierwände, ich hätte gern 5 bis 6 mobile Arbeitsstationen, Richtmikrofone, einen Verteiler für Kopfhörer, Klinke, Mikrofonarme und so weiter. Ein Set davon kostet ungefähr 3.000 Euro, pro Lehrraum sind wir dabei 18.000. Nur mit dem Setup könnte ich hybrid im Seminar in der Maximallösung unterrichten. Und es würde von den Studierenden eigentlich nur voraussetzen, dass sie ihre eigenen Kopfhörer mitbringen. Also die putze ich nicht nach jeder Sitzung dann. Ja. Das wäre die Voraussetzung und es bleibt ein Unsicherheitsfaktor, die Ausstattung von Studierenden mit Technik. Und die ist unterirdisch. Also was ich da in den letzten 5 Jahren erlebt habe, ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken soll. Also das ist auf der einen Seite bestürzend, auf der anderen Seite natürlich eine große Aufgabe für den öffentlichen, für öffentliche Bildungsinstitutionen, dass man eben Studierende hat, die möglicherweise ein Notebook bei sich haben, das vor 2017, nicht vor 2017 gebaut und verkauft worden ist. Oder in dem klapprigen Asus-Laptop, Tablet, wo man schauen muss, welche Klinke denn überhaupt noch funktioniert. Das heißt, das ist eigentlich der limitierende Faktor für hybride Unterrichtssettings, dass man die Technik der Studierenden, die sich eben zuschalten, sicherstellen muss in der Qualität. Wie uns das gelingt, weiß ich nicht. Weil wir gestern darüber geredet haben zum Arbeiten, ich habe die Playlist verlinkt, Sie können jede andere benutzen, wenn Sie wollen. Habe ich großartige Erfahrungen damit gemacht, in Kleingruppen zu arbeiten, mit dem Hintergrundrauschen und Musik, damit man zu besseren Ergebnissen kommt und die Studierenden schneller ins Sprechen kommen. Das ist der, sie fangen schneller an zu reden, wenn sie schon das Gefühl haben, sie hören etwas. Okay, das ist das Erste. Das Problem ist die Technik. Das Zweite ist, immer unausgesprochen für hybride Settings sind Open Educational Resources. Das heißt, es ist die zwingende Voraussetzung dafür, dass Sie überhaupt hybrid arbeiten können. Wenn Sie das nicht tun, also wenn Sie nicht auf sich mit den Open Educational Resources auseinandersetzen, nämlich die Frage, womit interagieren wir, dann kommen Sie in internationalen, interdisziplinären, transdisziplinären Settings sehr, sehr schnell an Ihre Grenzen. Das heißt, die Geschlossenheit von bestimmten Lernumgebungen, die Geschlossenheit von Lernmaterial führt eigentlich nur dazu, dass Sie nicht effektiv hybrid arbeiten können. Und bevor dieser Mentalitätswandel sich nicht durchgesetzt hat, wird es sehr schwer, über hybrides Lernen in der Studiengangsentwicklung zu sprechen. Denn da müssen Sie alle Kolleginnen mitnehmen. Wenn dann einer sagt, nee, ich teile meine Sachen nicht, dann können Sie das mit dem hybriden Lernen eigentlich in der Studienordnung schon vergessen. Über CC BY oder CC BY Share Like spreche ich jetzt nicht. Gold ist CC BY. Und setzen Sie sich damit mal auseinander. Wir haben viele, viele Angebote an der TU Dresden, also beim CIL und in der SLUB, um sich da fit zu machen in der Richtung. Aber bitte arbeiten Sie damit. Also der rechtliche Gebrauch hier ist jetzt schon wieder rechtlich, weil ich die Grafik von einbette unter einer anderen Lizenz in einem Video, wenn ihr aufzeichnet. Aber ist mir egal, sollen Sie schon klar. So. Das letzte Problem, und darüber reden wir überhaupt nicht. Wenn wir über hybride Settings reden, reden wir nicht über unsere Zeit und Projektmanagement. Ich gebe Ihnen mal 3 Beispiele. Links sehen Sie unsere Semesterplanung, also für das Sommersemester 2023. Das funktioniert mit keiner anderen Universität außerhalb von Deutschland. Also wir reden die ganze Zeit über Internationalisierung, wie toll das doch wäre, wenn wir doch Projekte hätten. Dann muss ich die Frage stellen, ja wann? Also in welchen Phasen?
Deswegen wäre es sehr sinnvoll, das Wintersemester am 1. September starten zu lassen. Ja, das ist kein Witz. Und dann zum Weihnachten auslaufen zu lassen, dann haben wir eine Semesterpause und starten ab 1. Semester, 1. März in die Sommerphase und sind Ende Juni fertig. Dann können wir mit allen international kooperieren. So können wir es nicht. Das nächste, mein Lieblingsthema, das Zeitregime. Ja, wie wir es liebevoll nennen. Das ist eingeführt, damit wir irgendwie am Tag noch so eine Doppelstunde reinpressen können. Obwohl wir wissen, dass in der siebten Doppelstunde, in der ersten Doppelstunde, die meisten Leute wahrscheinlich eher mäßig präsent sind in Lehrveranstaltungen. Warum? Weil wir keine Anwesenheitspflicht haben. Das Zeitregime würde seinen Namen voll und ganz recht umtragen, wenn wir eine Anwesenheitspflicht hätten. Haben wir aber nicht. Das heißt, wir können eigentlich auch darauf verzichten und sagen, wir können in den normalen akademischen Zeitslot reingehen, so wie alle anderen Universitäten das auch machen, mit CT und ST. Geschenkt. Das letzte Problem, Zeitzonen. Wenn Sie hybrid und international zusammenarbeiten wollen, schränkt es meine Partnerinstitution schon sehr ein. Glauben Sie, wie schlecht es ist, wenn man 8 Stunden Zeitunterschied hat zwischen Deutschland und Pennsylvania? Deswegen fahren wir auch nach Südafrika. Da sind wir nämlich in derselben Zeitzone. Und das Entscheidende an dem Punkt ist, dass man diese drei Faktoren, wenn man das zusammennimmt, eigentlich hybrides Arbeiten in transdisziplinären internationalen Teams eigentlich schon ausschließt. Also uns ist es gelungen, mit Pennsylvania 2 oder 3 Workshops durchzuführen in Abendveranstaltungen ab 21 Uhr. Ja, also das ist so die Konsequenz. So, was muss ich davon aber berücksichtigen, wenn ich in die Studiengangsentwicklung gehe? Und das würde ich Ihnen ganz gerne mal hier zeigen. Also die Präsentation, wie gesagt, dass Sie sehen, links oder rechts sehen Sie eine Musterbeschreibung für ein sogenanntes Projektmodul. Ein Projektmodul ist ein sogenanntes Koffermodul. Das mag uns und die Gremien, die unsere Studiengänge prüfen, mögen das überhaupt nicht sowas. Aber wir brauchen es. Es ist zwingend notwendig. Und dieses Projektmodul ist frei verankert im Studienplan. Es muss einmal zum Beispiel im Master besucht werden. Und es lässt sich auch innerhalb einer bestimmten Zeit festlegen. Da werde ich gleich was dazu sagen. Das nächste in den Qualitätszielen ist OER zwingend zu verankern. Das heißt, wenn ich hybrid arbeiten will, und dafür brauche ich wiederum eine Mehrheit an der Fakultät, muss ich in dem Projektmodul, so im Qualifikationsziel, verankern, dass die Studierenden zum Beispiel ihre Präsentationsergebnisse als Open Educational Resources produzieren. Man kann es auf eine unterschiedliche Art und Weise verankern, aber so, dass man von der Basis her in einem Modul im Studiengang das Thema OER verankert. Das nächste, die offene Definition des Modulinhalts ist essentiell. Das heißt nicht, dass man ein bestimmtes, also das ist bei euch zum Beispiel üblich, dass ihr bestimmte Lehrveranstaltungen an bestimmte Module koppelt. Das wäre hier nicht mehr der Fall. Die interessante Formulierung ist hier, dass man thematisch das Ganze so festlegt, dass die Fakultät den Inhalt der nächsten Projektmodule beschließt und wie gewohnt fakultätsöffentlich bekannt gibt. Ja, also muss man alles rechtlich prüfen lassen. Aber wie gesagt, das ist eine Möglichkeit, wie man dem Ganzen näher kommt. Das nächste, das Projektmodul ist ohne Voraussetzung studierbar. Die Prüfungsleistung ist das Portfolio. Bei dem Portfolio, das hatten wir jetzt schon mehrmals hier, ist es so, dass wir die Teilprüfungsleistungen an das Thema anpassen können und auch von Semester zu Semester ändern, wenn das notwendig ist, ohne dass wir dafür bestimmte Gremien einschalten müssen. Ja, also das heißt, das ist der besondere Reiz dieser Prüfungsform. Das heißt, wenn die Fakultät sich darauf konzentriert, zum Beispiel zu sagen, wir thematisieren in diesem Jahr die Erschließung von Quellen aus Südafrika beispielsweise, in so einem Projektmodul, dann kann es möglicherweise sein, dass dieses Portfolio anders ausgerichtet wird, als es bisher ausgerichtet war, aber es ist klar zu definieren, und zwar ähnlich wie der Inhalt des Moduls. Ja? Und sichern Sie sich da lieber mit Ihrem Prüfungsausschussvorsitzenden ab und mit dem Studienbüro, dass Sie da auf der richtigen Seite sind. Interessant ist, dass man, wir haben ja viel über Kapazitäten gesprochen, über Deputate, also das heißt, die Frage, ich würde es gerne kombinieren aus Projektkurs und moderierter Kooperation.
Das heißt, moderiert werden diese Themen, dass Studierende sich gegenseitig unterstützen. Und wir haben tutorielle Systeme, die wir da einbinden können und dass wir den Projektkurs faktisch reduzieren. Und das Interessante schlussendlich ist die Bereitstellung von Räumen, die dafür genutzt werden. Also Sie sitzen jetzt in einem wunderschönen, fest verschraubten Hörsaal. Den können Sie dafür nicht nutzen. Interessant ist aber, dass wir Projekträume haben bei der SLB. Sie können gerne draußen vorbeischauen. Und ich habe das schlecht abfotografiert, ein bisschen nachbearbeitet. Aber die SLB bietet uns diese Projekträume an. Okay. Organisatorisch und prüfungsrechtlich, ich beeile mich, habe es schon gesehen. Das Problem ist, oder das, was ich mir wünschen würde, vor dem Hintergrund dessen, was wir für eine zeitliche Herausforderung haben, dass wir zwei Projektwochen definieren, eine im Winter und eine im Sommer. Und zwar als freie Zeitfenster, in denen diese Projektmodule liegen können. Das idealerweise macht man das Ganze universitätsweit, also dass die Universität sich darauf konzentriert, in ihren schönen Vorlesungsplan, in den Semesterplan Projektwochen zu definieren. Wenn das nicht funktioniert und so lange dauert, dann sollen es die Fakultäten halt selber machen. Ja, also da ist es, sind die Organisationseinheiten kleiner und man kann damit viel besser operieren. Das nächste, eine fakultätsweite Debatte, wie man so ein Projektmodul ausgestaltet, muss natürlich erfolgen. Das heißt, dass man sich Gedanken macht, welche Projektmodule können wir anbieten, was funktioniert da, was funktioniert nicht. Ich komme von einer Fakultät, wo das möglicherweise geht. Und das letzte ist, und das ist eigentlich das allergrößte Problem, die Zertifizierung von Leistungen von Studierenden anderer Universitäten. Das geht prüfungsrechtlich nicht, denn sie müssten sich faktisch, wenn das durchgängig geplant wäre, sowohl in Dresden als auch an ihrer Heimatuniversität immatrikulieren, und zwar für einen Studiengang, den sie in beiden Institutionen studieren können. Aber es gibt die Möglichkeit, über eine Gasthörerschaft das Ganze zu regeln und dann, wenn die wechselseitigen Partnerinnen sich vorher darauf verständigt haben, dass sie es akzeptieren, dass die Leistungen an der jeweiligen anderen Einrichtung erbracht werden. Das ist in dem Gasthörerstatus zum Beispiel der TU Dresden nicht ausgeschlossen. Das ist das kleine Fenster, was man nutzen kann. Was es dafür aber braucht, ist, dass man es vorher abgeklärt hat. Also das heißt, das gehört zur inhaltlichen Ausgestaltung eines solchen Moduls. Und vielleicht gelingt es dann mit einer Projektwoche, mit dem Projektmodul, der Fakultätsdebatte darüber, was man eigentlich in diesem Modul machen möchte, plus eine Vorabsprache mit Partnerinstitutionen, so etwas wie eine echte internationale, hybride Lehrsituation zu schaffen, in der man überhaupt erstmal arbeiten kann. Das ist sehr voraussetzungsreich, aber es hat natürlich auch experimentellen Status und es öffnet einen Experimentierraum. Gewöhnt sich daran, mit offenen Plattformen zu arbeiten, die für Sie frei verfügbar sind. Wir nutzen diese, ja, also die Wikidata, UMAP, GitHub, Zotero, Zenodo und so weiter. Und dann können Sie nämlich auch international arbeiten. Dann funktioniert es. Ja. Also dann sind Sie an dem Punkt, wo Sie in hybriden Settings überhaupt arbeiten können. Und da brauchen wir noch eine ganze Menge Zeit dafür, um in der Studiengangsentwicklung für solche Ideen zu werben. Aber ich tue das gern an der einen oder anderen Stelle. Das soll es gewesen sein. Wenn Sie Lust haben auf die deutsche Konferenz, wir brauchen unsere Leserinnen und Leser. Und vielleicht springt auch eine kurze Reise nach Südafrika für Sie dabei raus. Also vielen Dank. Ja, vielen Dank für den sehr inspirierenden und Vortrag. Und es ist auch sehr interessant, das mal auch wirklich für uns aus einer ganz anderen Sicht dann zu sehen. Ja. Und ich denke, das hat vielen, jetzt auch viele, ich sehe es ja schon an den Meldungen, Fragen aufgeworfen. Vielen Dank für diesen tollen Vortrag. Eine ganz konkrete Frage. Ich finde die Idee mit den Projektwochen genial. Mir ist dann aber gleich durch den Kopf gegangen. Ich komme ja von einer anderen Hochschule aus Hamburg. Ich kooperiere mit der Virginia Tech, Kollegen von mir mit Long Beach, andere Kollegen mit Vietnam und so weiter. Die haben ja auch wieder ihre Settings. Ich habe die Befürchtung, dass bei uns an meiner Hochschule so eine Projektwoche uns nicht helfen würde, weil die müsste ja eine internationale Projektwoche sein. Also so viel dazu, ne? Ja. Da sehe ich ein kleines Problem. Und also die von Ihnen angesprochenen Probleme mit diesen ganzen Zeitzonen und jetzt kenne ich alles nur zu gut. Vielleicht eine Idee mit den Prüfungsleistungen. Also ich habe eine hybride Lehrveranstaltung mit der Virginia Tech, die ich genau in so an der HW im Projektmodul reingefiniert habe. Das habe ich da gegriffen. Ne? Ja.
Wir haben uns darauf geeinigt, dass ich meinen HW-Studierenden die Credits und die Note gebe. Die Virginia Tech-Kollegen machen das an der Virginia Tech mit ihrem Modul und so weiter. Das heißt, das Thema haben wir so aufgelöst. Und den Rest, ja, das ist genau unsere Challenge, aber ja, einem Ingenieur ist nichts zu schwer und ich glaube, einem Linguisten auch nicht. Ja, das ist in die Richtung, also ganz herzlichen Dank. Ja, weiß ich gar nicht, was ich damals ergänzend zu sagen soll, also vielen Dank für die Einschätzung. Ja, wenn man es groß denkt, müsste man sagen, wir setzen uns für eine internationale Projektwoche ein. Also, dass man das genauso, man muss sie ja nicht machen. Aber das heißt, wenn man international kooperieren will und das vorhat, dass man dann sagt, dann gehen wir in die Woche. Ja, also dass man möglicherweise, vielleicht auch erstmal europaweit, ja, das wäre schon was. Ja, und wir reden über Utopia und sowas. Ne? Also, und das braucht man einfach. Also man muss einen Freiraum dafür definieren, der möglicherweise auch von anderen Lasten befreit ist. Und das nützt nichts, wenn man so tut, als ob man das nebenbei im Semester eine Delegation aus Portugal und 28 Leute und wollen wir uns nicht mal treffen. Das scheitert, ja. Okay, gut, ganz hinten. Jetzt mache ich dir deinen Zeitplan kaputt, Stefan. Herr Professor Lasch, vielen Dank für die Einblicke. Bezüglich dieses Semesters, das ist uns im Projekten auch schon aufgefallen, dass ja selbst in Dresden die Fachhochschulen im September starten, gab es da ihrerseits schon eine Bestrebung, das zu ändern, beziehungsweise von Kolleginnen oder Anfragen. Also die Idee faktisch ins amerikanische Semester zu gehen, ne? Also wie auch immer man das bezeichnet, Schweiz macht es ein bisschen anders, föderale Strukturen, Universitätshoheiten, man kann da immer mal den Finger heben und sagen, wir brauchen das, aber das, also Stefan erlebt das nicht mehr, ich auch nicht. Ja. Das würde ja auch vor allem nächstes Jahr mit der Fernüberschneidung auch nochmal zusätzlich. Ja, über solche Dinge will ich noch gar nicht reden. Also können wir überlegen, wer nach Pfingsten im nächsten Sommersemester überhaupt noch unterrichtet an der Uni. Also das werden nicht sehr viele Leute sein. Also alle Leute, die Kinder haben, werden nicht unterrichten. Und dann gibt es asynchrone Formate und PDFs. Ja. Aber das ist genau so ein Punkt, ja. Also wenn man sagen könnte, Weltfriedenstag, 1.9., wir starten, das hätte für alle auch eine Verlässlichkeit, wenn man sagen könnte, okay, das wäre doch ganz hübsch. Ich habe mir dazu eine kurze Frage, wegen den Tagungen, das überschneidet sich ja, weil September und März wäre ja Tagung oder ist Tagung. Das wäre eine Sache, die müsste man mittelfristig und langfristig umlegen. Ja, ganz ehrlich, wenn wir das alles versuchen zu harmonisieren, ne, mit Gleichstellung, Urlaubszeiten, die HTW-Zeiten, die internationalen, wir werden diese Zeiträume nicht finden. Deswegen, ich wünsche mir, Alexander, dass ihr das als Fakultät mal probiert, weil ich glaube nicht mehr an eine gesamtuniversitäre Lösung, die einfach mal so, wo sich einfach mal so alle einigen da drauf, weil es gibt ganz unterschiedliche Stimmen zu dieser Idee der Projektwochen. Ich glaube, dass die ganz vielen nützen würde. Aber wir brauchen ein Beispiel, okay, an dem wir deutlich machen können, das kann funktionieren, wenn wir das als Möglichkeitsraum schaffen und nicht als Zwang. Ja, genau. Zu sagen, wir öffnen das für die, die es brauchen, sei es, weil sie zu nachhaltiger Entwicklung Projekte mit Service Learning machen wollen, sei es, weil sie international, ja, und ich habe mal sieben andere Beispiele. Ich möchte das gerne einfach mal erleben und das erleben wir vielleicht doch noch, wenn es eine Fakultät mal macht. Okay. Aber Gasthöre dürfen nicht prüfen. Hä? Die Gasthöre dürfen nicht an Prüfungen teilnehmen. Das, das liegt natürlich mit der kapazitären Verrechnung. Daran hängt es. Also wir haben das Problem im DH Master, dass wir den DH Bachelor und Master in Leipzig haben und in Dresden. Und die bieten Angebote an, die sie wechselseitig wahrnehmen könnten. Und das läge irgendwie nahe. Nur wenn sie in Leipzig matrikuliert sind, werden sie auch dort gezählt. Und wenn sie in Dresden matrikuliert sind, werden sie nur in Dresden gezählt. Werden die Korrekturen dann von der jeweils anderen Universität vorgenommen werden. Und da muss man ehrlicherweise, da muss man aufeinander zugehen und sagen, okay, wir akzeptieren das, aber das ist eine interpersonelle Vereinbarung auf der Ebene der Prüfenden. Das lässt sich institutionell nicht anders lösen. Und sonst reden wir über Doppelstudien und da habe ich gar keine Lust mehr. Ich habe eher Lust auf die Projektwoche, aber so Doppelstudien gegen, nee, geht's mir weg. Das wird nichts. Ja.
vielen Dank für die Diskussion. Ich denke, ich habe gerade die Umfrage ausgeführt und wenn ich das vorher gehört hätte, ich gesagt, das wäre vielleicht auch ein Thema für den Workshop nächstes Jahr, diese Art und Weise der Organisation, weil ich denke, das würde wahrscheinlich dann in der Diskussion noch sogar viel mehr rausbringen. Ja, vielen Dank nochmal.